Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sonja Volk. Ich bin Expertin für mentales Stressmanagement und für mentale Stärke. Und heute geht es darum, warum jeder Mentaltraining kann. Denn von dem einen oder anderen habe ich zu hören bekommen, Frau Volk, das kann ich überhaupt nicht. Das können bestimmt nur Spitzensportler oder Topmanager, die das gelernt haben. Mentaltraining und mentale Stärke aufbauen, das ist nichts für mich, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie das geht. Und ich glaube, genau da liegt das Thema. Nämlich nicht daran, dass sie das nicht können, sondern schlichtweg, dass sie nicht genau wissen, was sie tun müssen, damit es erfolgreich ist. Denn der ein oder andere von Ihnen hat sicherlich schon Bücher gelesen oder Seminare besucht, Vorträge gehört, in denen es auch darum ging, wie man erfolgreich visualisiert, sich Ziele setzt oder Dinge erreicht. Und dennoch ist es so, dass Sie an der einen oder anderen Stelle vielleicht gemerkt haben, das leuchtet mir ein, das ist plausibel, aber irgendwas, verdammt nochmal, klappt bei mir nicht. Bei mir funktioniert das nicht. Und auch das ist bereits Mentaltraining. Allerdings kein konstruktives. Denn alles, was wir regelmäßig denken oder zu uns innerlich sagen, sind ja Gedanken und das ist letztendlich Mentaltraining. Denn alles, woran ich regelmäßig, wiederholt und oft denke, manifestiert sich im Außen. Das heißt, es wird zu meiner Wahrheit und zeigt sich als genau das. Vielen von Ihnen ist das sicherlich ein Begriff unter dem Namen die sich selbst erfüllende Prophezeiung oder aus dem Englischen die Self-Fulfilling Prophecy. Wenn ich also davon überzeugt bin, dass das sicherlich nichts wird heute, ja, mal dreimal überlegen, was wird dann wohl das Ergebnis sein? Sicherlich nicht das Top-Ergebnis, sondern Sie werden bestätigt in dem, was Sie vorher geglaubt haben, wovon Sie felsenfest überzeugt waren, nämlich, dass es nichts wird. Hingegen auf der anderen Seite jemand, der total überzeugt ist, ich kriege das hin, das wird gut laufen, auch genau dieses Ergebnis bekommt. Es wird gut laufen. Und gerade bei Läufern, die ich sehr häufig unterstütze, da läuft es im wahrsten Sinne des Wortes gut. Das heißt, alles, was für eine Person funktioniert, funktioniert für alle Personen. Das Geheimnis oder der Trick besteht nur darin, zu wissen, welche Techniken diese eine Person angewandt hat, sprich, welche Sachen der oder diejenige anwendet, welche Strategien, damit es funktioniert. Und genau das ist mein Ziel. Ich möchte Ihnen mit den nächsten Videos und auch in einem speziell konzeptionierten Kurs Schritt für Schritt beibringen, wie auch Sie das erreichen können. Damit diese Sätze, die vielleicht jetzt noch vorhanden sind, ach, das ist nichts für mich oder das klappt nicht oder ob ich wohl gut genug bin oder ach, die anderen sind bestimmt besser oder auch im ganz, ich sage jetzt mal drastischen Fall, so selbstzermarternde Sätze wie ich Idiot, wie konnte ich nur, ich blöde Kuh, ich mache immer das und das, heißt wirklich destruktive Denkweisen, wie sie schaffen, diese aufzulösen. Denn dass es sich lohnt, die aufzulösen, das brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht zu argumentieren, dass sich das lohnt. Das wissen auch viele. Das Thema ist mehr, wie schaffe ich das, was ich weiß, auch tatsächlich umzusetzen. Denn Wissen allein bringt überhaupt nichts. Erst angewandtes Wissen, also das, was ich tatsächlich aus dem Wissen mache, dass ich es tue, erst das bringt die Veränderung. Sprich, angewandtes Wissen ist Macht, nicht das Wissen alleine. Und genau dabei möchte ich Ihnen gerne helfen, Ihnen diese Strategien offen zu legen, die ich auch all meinen Topsportlern nahebringe und die Sie sehr erfolgreich nutzen. Und Sie müssen kein Topsportler, Manager oder sonst wer im Leistungskontext sein, um diese Strategien für sich nutzen zu können. Denn, wie gesagt, was einer kann, können alle, wenn die Strategien klar sind, die diese eine Person nutzt. Und diese Strategien lege ich Ihnen offen, damit auch Sie in Ihrem Leben das umsetzen können, was Sie erreichen wollen. Sei es beruflich, vielleicht aber auch privat, mit Ihrer Familie, mit Ihrer Frau, Freundin, Lebenspartner, mit wem auch immer. Es gibt sicherlich Dinge, an denen Sie sich wünschen, dass Sie den Schalter umlegen, dass es besser läuft als bisher, dass es anders läuft. Und das Hauptthema, womit alles anfängt, ist die Zielklarheit. Denn was ich jeden Tag in meinen Coachings erlebe, ist, wenn ich Menschen frage, was wollen sie wirklich, ist, dass ich die Antwort bekomme, ja, ich möchte nicht mehr, dass mein Chef XY tut, ich möchte nicht mehr, dass meine Partnerin so und so zu mir ist. Das heißt, wir formulieren schon in unserem Ziel in Nicht-Botschaften. Und das ist das Destruktivste und Schädlichste für die Zielerreichung, was ich überhaupt machen kann. Wie ich das verändere und wie ich das formulieren müsste, damit mein Gehirn und Ihr Unterbewusstsein was damit anfangen kann, genau das möchte ich Ihnen auch erklären. Denn darum geht es und damit fängt alles an. Zu wissen, wie muss ich denken, ist eine Sache. Es dann aber auch tatsächlich zu tun und regelmäßig zu tun, darin liegt das Geheimnis. In diesem Sinne,
Ich freue mich auf Sie, Ihre Mentalcoach Sonja Volk.